Okay, das war dieser Ort. Ich würde sagen, Herren des Waldes, muss man gleich lesen. Ich gehe erstmal zurück zum. Jetzt zum Schmied wollen wir hin. Lass uns leiten. Heya! Na komm runter hier. Oha, listen. Durch den Fluss durch. Nehmen wahrscheinlich uns nächsten Weg, den es dort gibt. Einfach mal mit Wehranlagen einbrechen. Macht Sinn. Müssen wir noch hoch können. Erzähl mir nicht. Ach nö, als ob. Pfeilschaden. Hoffentlich gab es einen Checkpoint. Schwert reparieren, dann können wir aufbrechen zur nächsten Quest. Die Ladezeiten, die killen mich ja am meisten. Das juckt mich hier wirklich. Die Ladezeiten. Echt arg. Tötest du die Monster? Alle? Hier sind wir stehen geblieben. Als ob. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Das solltest du aber. So, Quests. Ja, das lassen wir jetzt mal. Herren des Waldes. Vielleicht kommen wir da mal weiter. Da mal ein Buch zum Lesen. Herren des Waldes. Die Götter haben uns verlassen. Den Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herren des Waldes wachen über Wiele. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern uns die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind jung und unschuldig und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen, dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf das es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Tja. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schrein aus. Die guten Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wird es verlangt. Wie es verlangt wird, so wird dein Bitte erhört. Aha, mal ein bisschen Hänsel und Gretel spielen.
setzt den Hexerin ein, um den Schrein zu finden, der den Anfang des süßen Pfades markiert. Da werden wir natürlich keinen. Was? Zum Henker. Plötze? Plötze weiter hoch. Einmal rein hier. sie haben dann Pferd auf der Veranda. Ja, da steht ein Pferd auf der Veranda. Ich glaube, Plätze ist kaputt gegangen. Wir haben Plätze kaputt gemacht. Ja. Okay, hier, die Waffen. Ist das Schwert jetzt wieder gut? Minus 2. Du, lauf, geh mir nicht auf den Geist! Schmied, vielleicht kann der mir helfen. Wie kann ich helfen? Schmiedezwerg. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nein, nicht direkt, aber. Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Der Zeitquest. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Aha. Finde ein Schiff nach Skellige. Die Quest immer zu spät auf. Schmiedequest. Heißt sie Skellige. Skellige war noch das, das war auf der Karte. Das die Nähe, da kommen wir später erst hin. Stufe 10 haben wir jetzt hier, das haben wir als nächstes. Machen wir erstmal die Hauptstory hier. Die Hauptstories in diesen Landen fertig. Herren des Waldes. Von die Mumen von Bukasumpf setzt die nächste Sinne ein, um Schrein zu finden. Okay. Ein fremdes Pferd. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Ach, komm von dort. Ich hab's woanders zurückgelassen, aber okay.
Auf zum süßen Pfad. Na, wenn es da keine Süßigkeiten gibt. So. Ach verdammt. Ich habe mich verritten. Wer fällt ein? So, auf geht's zur Hexenhütte. Ein bisschen Hänsel und Gretel spielen. Hoffentlich ist die Hexenhütte mindestens so gut wie, wie die Hänsel und Gretel. Jetzt will ich das Lebkuchen aussehen. Da bin ich ja mal gespannt. Kann es sein, dass wir in die völlig falsche Richtung verhalten? Diese Punkte, diese Navi-Punkte, irreführend immer wieder. Okay, der kann durchs Wasser irgendwie schon, aber. Ah, der taucht einfach. Komm schon, Plätze. Banditennahrung, Lager. Schnell weg hier. Wo sind wir eigentlich? Wo geht's eigentlich hin? Ja, nicht durchs Wasser wollen, aber. Und jetzt pfeifen kommt er hinterher. Nase hier. Pferd folgt. Ich folge einfach dem orangen Pfeil, weil das normalerweise das zuverlässigste ist. So, plötzlich weiter geht's. Ah, hier sind jetzt auch wieder Striche auf der Karte. Nein, no blink. Ach du Scheiße, keine Panik. Nee, blink. Ach du Scheiße. Ich hätte mal Bock hier wegzugehen. Pferd. Weg hier. Genau die falsche Richtung. Weg hier. Da steht Pferdepanik, aber von Witcher-Panik steht da gar nichts. Vielleicht mal meditieren. Aha, hier wird es schon sumpfig. Sind wir gleich da? Sekunde, ich meditiere. Ich meditiere erstmal. Bis zum Morgengrauen. Dann werden nicht so viele Monster mehr haben. Ah, hier haben wir einen Schrein.
untersuchen. Aha. Ist tatsächlich Zuckergebäck. Mitmachen. Hängt schon lange dort. Herren des Waldes. Folge den süßen Pfad mit Hilfe deiner Hexerinne. Ja, was zum Henker? Ach so, auf Q gedrückt. Hier ist was. Ich bin auf dem richtigen Weg. Nichts Süßes auf dem Boden. Aha. Hier ist das was Baumelndes. Okay, geht's weiter? Süßigkeiten an den Bäumen. Ah ja, und dass man keine verlässt. Das tut sich eine Falle. Hier entlang. Ja, hier sind wir noch auf dem richtigen Pfad. Oh, das Haus ist gar nicht aus Zucker. Aus Zuckerguss. In die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Den Wops. Und sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören: Versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Was? Die armen Jungs. Das hat er gesagt. Okay. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr. Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper? Hier nee, ist der keine Zutritt Frau mit grauen Haaren. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Ich meine, sie ist zwar eine andere, aber ja. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte bestimmt nicht Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Na, eine nette Begleiterin.
Eine Hexe. Kehrt wohl aus dem Krieg zurück. Ah, ein Kämpfer! Was macht ein Fremder hier? Okay, geh zur Hütte und sprich mit dem Jungen. Ist jetzt gar nicht belästigend. Nein. Hallöchen. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Willst du mich aufhalten? Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Tja, von einem Weg, die Großmutter von der Hütte wegzulocken. Wie bitte? Was? Hier gibt's nichts für dich. Bleib von den Kindern weg. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Wie kann man den Kindern helfen? Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre gefunden. Und dann... Ja. Diese Quest ist seltsam. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Das kriegen wir hin. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Juhu, Verstecken spielen. Wer glaubt, er findet uns so einfach? Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Hexer sind nur. Zählen. Alle Finger. Und die Zehen. Eins. Zwei. Diese Quest ist so weird. 18. 19. 20. Alles muss versteckt sein. Und hab dich. Hexer sind nur. Es ist zwar ein bisschen schummeln, aber was soll's. Drin verstecken gilt nicht. Ich kann dich sehen. Wie hast du mich gefunden? Wir müssen plündern. Ein Buch. Hundepetersilie. Ja. Fußspuren. Ein Nass hier im Haus. Ich sag doch, drinnen verstecken zählt nicht. Nee. Schnaps nehme ich immer gern. Und da lag viel drin rum. Ein Zelt kann man immer gut gebrauchen. Großmutter hat gesehen, dass wir hier geplündert haben. Ja. Okay, da kommen wir nicht durch.
Okay. Gehen Sie lang die Spuren. Hab dich. Ich. Komm raus. Passt mich. Ich wundere mich, was auf dem Dach vielleicht. Kommen wir da um die hoch? Da bist du. Du kannst rauskommen. Ja, mit dem Hexer Verstecken spielen. Haben wir noch einen oder? Da haben wir schon alle entdeckt. Okay, reden können wir noch nicht. Abgeschlossen. Da wir noch keine Quest getriggert haben, muss ich hier noch irgendwo jemand verstecken. 3 von 4, ja genau. Dann irrt sie noch irgendwo rum. Ich finde schon. Meister des Versteckenspiels. Hinter dir vor dir 1, 2, 3, ich komme. Geräusche aus dem Wald. Aha. Ja, die haben wir ja gesehen von innen aus dem Haus. Hab dich. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder? Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Dass das nicht auffällt. Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Du weißt, dass es so endlos wird. Oma? Beschäftigt. Ich komme mal sofort zur Sache. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Dachte ich mir. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Aha. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Das Schwertproblem haben wir auch vorerst gelöst, oder? Das wird mir zumindest nicht mehr als... Ja, das wird mir zumindest nicht mehr als rot markiert.
haben wir beim in der Schmiede repariert.